Ja, hallöchen, meine Rambas. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir ein Replay rausgesucht vom Objekt 260, eingeschickt von Michel is Beast. Und ja, der Damage, der schaut sehr ordentlich aus. Da können wir uns auch wirklich auf was freuen. Natürlich hier der Matchmaker so am Arbeiten, wie er soll. Wir haben 13er, wir haben dann noch ein paar Vierer, vier Neuner, so ist es richtig. Und der Rest ist mit Achtern, also von dem her ist alles am Start. Und wir sehen auch oben da die zwei Artis gematcht. Also von dem her hat jeder eine Arti für sich. Dieses Replay ist noch ganz kurz nach dem Start von einem neuen Patch gewesen. Das heißt, da sehen wir unfassbar viele Lights. Also der Gegner allein 3 T54 Lights, dann der T49. Und noch Badjet und LTTB. Also da ist einiges am Start und sein Team nicht minder weniger. Also das hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen normalisiert. Wobei das hier für ihn in der Runde natürlich gigantisch ist, weil er wird mit dem Objekt 260 nicht so viele Probleme haben mit den Lights. Ganz im Gegenteil, die snackt er ganz gern und einfach weg. Der LTTB, der hat es gleich zweimal getestet, wie so die Kanone schmeckt. Und ja, ich glaube, sie ist nicht so lecker. Naja, vielleicht nimmt er ja noch einen dritten Geschmack. Aber dann wäre es auch schon. Da wäre auch schon Schicht im Schacht. Wobei, es schaut nicht so aus, sondern da nimmt er jetzt. Oh, da wäre doch der LTTB gewesen übrigens. Jetzt macht er nur den kritischen. Hätte er da mal lieber den LTTB genommen. Muss aufpassen, AMX von unten. Da der LTTB? Naja, nimmt den nicht. Er bleibt auf dem Tiger. Er will den Damage noch haben. Weil klar, der LTTB hat kaum mehr was. Noch 180. Und die Tiger, die sind da deutlich saftiger, sage ich mal. Ich habe, glaube ich, gerade so eine Essensphase. Naja, ist ja auch egal. So, jetzt seht ihr, nimmt er da den Löwen. Also er nimmt immer möglichst die Panzer, wo richtig viel noch zum Abgrasen ist. Aber LTTB? Nein, da prallt er ab. In dem Winkel, wo ich mir dachte, der könnte eigentlich schon passen. Aber nee. Aber jetzt, schön zwischen Turm und Wanne hat er da reingesenzt. Und da hat dann der LTTB nicht mehr widerstehen können. Das war dann durch. T34 aus der Fahrt heraus, einen schnellen Hit. Und der AMX, der wird da jetzt hier schon ordentlich behakt. Was ist denn das für ein Jump? Und er nimmt nicht mal Schaden dabei, das ist ja unfassbar. Und jetzt zack, vorne drauf auf den T34. Der T34 ist schon im Rückwärtsgang, aber er setzt hier nach. No risk, no fun ist hier die Devise. Zack, nimmt er den raus und weiter geht's Richtung Campen der TDs. Gerade der Udes und sonstige Konsorten stehen da hinten. Er lädt schon direkt HE für den Rheinmetall. So, der Rheinmetall setzt hier da runter. Er aber auch. Jetzt hat er daneben geschossen, aber jetzt wahrscheinlich im Vollspann nimmt er den und macht erstmal 583 Damage so und dann den Kill. Ja, langt halt doch eine Granate. So, jetzt der Indian schießt auf ihn. Der Udes dreht sich hier gar nicht erst hin. Jetzt nimmt er den auch noch raus. Jetzt ist er aber on a Rampage, würde ich da mal sagen. So, Indian schubst er den fast runter. Nein, aber er schießt ihn fast runter. Sehr amüsant. Von hinten kommt jetzt da der T54 Light. Da muss er ein bisschen aufpassen, aber der hat jetzt einmal auf ihn geschossen, damit lässt er es auch. Und er will sich da revanchieren, aber er erwischt ihn nur böse, ist ja frech. So, mal schauen, was er jetzt hier noch am freien Feld aufmachen kann. Badshot. War wohl nix. So, jetzt ist der Gegner da schon am Captain. Sein Team liegt hinten noch. Ah, schöner Treffer. So, 12 Tonnen haut ab, aber er muss auf jeden Fall hier Richtung seines Stützpunkts, denn zwei Panzer stehen da im Cap. So, T49 hat er schon mal rumgelurrt.
Das hat er gleich sofort mit dem virtuellen Leben bezahlt. Jetzt haut der andere T-54 da aber sowas von mit Karacho ab. Ja, nur noch er und seine Arti hier am Leben. Zack, auch der ist jetzt mal durch. Also er räumt hier richtig auf. Schon seinen Krieger hat er schon. 4 mögliche Panzer gibt es noch. Das heißt, die Pool ist drin. Oh, das macht der T-54 gut. Hier schön seitlich rangekommen. Ah, schön lang gewartet. Und jetzt Badshot. 17 Hitpoints. Den braucht er nur noch mal anhauchen. Ja, 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 ja. Und genau, da war es das schon. 7. Kill. Also er geht hier richtig ab. Zeigt dir mal absolut, wo der Frosch die Locken hat. Anders kann man es nicht sagen. So, bei seiner Arti hinten ist jetzt der T-54 light. Oh, da hat er nach vorgehalten, aber ein bisschen zu weit rechts. Da kann dann der Schuss natürlich nicht treffen. Schade drum. Der wäre wichtig gewesen, denn so können die beiden T-54 noch ordentlich nerven. Und da kommt noch ein AMX-50B und die T-54 jetzt von der Seite. Jetzt hat er eine richtig beschissene Situation, denn der AMX, der scheint hier ordentlich noch was im Köcher zu haben. Jetzt ist er hier auch gekettet. Er kann hier nicht weg. Seine Panzerung macht jetzt alles, dass er hier möglichst da geschützt ist. Schöner Treffer auf den AMX. 7300 Hitpoints hat er schon in der Runde an Schaden gemacht. AMX ist im Reload, das heißt, er kann sie nicht mehr wehren. Gut weggemacht. 7500. 8. Kill. Radley Walters ist da. Jetzt ist er wieder gekettet worden, aber seine Panzerung, die spielt gerade perfekt mit. Die braucht er gerade und die macht alles, was sie machen soll. Aber nur noch 4 Granaten bei 2 Gegnern. Da darf man jetzt nicht mehr allzu viel verballern aus der Fahrt heraus. Ein Wahnsinns-Replay, muss ich sagen. So, T-55 Light ist da aufgedeckt. Und da ist der andere, den hat er jetzt gerade gar nicht wahrgenommen. Schön hat er den getroffen und dann noch gerade so gerammt, um dass er den da wegmachen konnte. So, und jetzt nur noch der ein... Was war das denn? Ach, der will... Haha, der will sich die Medaille sichern. Deswegen der erste Schuss verballert, den zweiten macht er jetzt auch noch weg. Nur, dass der muss jetzt halt aufgehen. So, letzte Granate überhaupt. Das ist natürlich... Da holt er sich jetzt auch noch die Medaille dafür ab. Aber der T-54 will da nicht so ganz mitspielen. Der haut hier nämlich aber sowas von ab. Jetzt ist er auch offen. Da hinten ist er. So, jetzt einämmen. Jetzt, Junge, jetzt muss es sitzen. Und er sitzt und er macht ihn mit der letzten Granate weg. Und in der Runde hat er 8817 Damage gemacht. Hat sich die Pool geholt. Hat sich hier alles geholt, was da mitzunehmen war. Besser kann man es nicht machen. Und deswegen hat es mir verdammt viel Spaß gemacht zu kommentieren. Und ich hoffe, euch auch ein bisschen Spaß gemacht zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.